gab es was aufs Hinterteil, da waren's nur noch neun. Neun kleine Hägerlein, die zechten bis zur Nacht. Das eine schlief besoffen ein, da waren's nur noch acht. Acht kleine Hägerlein sich an der Lahn rumtrieben. Eins kehrte bei Frau Wirtin ein, da waren's nur noch sieben. Sieben kleine Hägerlein, die hatten was am Keks. Eins tat man in das Klapsmühlchen, da waren's nur noch sechs. Sechs kleine Hägerlein klauten bei Karstadt Ström. Eins sperrte man ins Kittchen ein, da waren's nur noch fünf. Fünf kleine Hägerlein, die spielten gern den Stier. Bis eines den Torero traf, da waren's nur noch vier. Vier kleine Hägerlein, die aßen Pilzebrei. Eins fiel wohl in den Topf hinein, da waren's nur noch drei. Drei kleine Hägerlein im Zoo im Monat Mai. Eins steckt man in den Affenstall, da waren's nur noch zwei. Zwei kleine Hägerlein lernten das einmal eins. Verstanden hat's von beiden keins, da war es nur noch eins. Ein kleines Hägerlein, das traf den Spirli fix. Da blieb vom ganzen Hägersmann am Ende einfach nix. Ich bin nur Ruhe. Jede Beifallskundgebung sind still in die Hosentasche zu lachen. Ich habe diesem Hieb natürlich nichts Vergleichbares entgegenzusetzen. Denn die Vorstellung von 10 Spirlifixen in dieser Burg wäre ebenso entsetzlich wie erdrückend. Lasst mich deshalb auf Legeleien dieser Art mit Kunst und Schönheit antworten, wie sie zum Beispiel in dem Lied »Bemüht dich Gott, es wäre so schön gewesen« zum Ausdruck auf der Schlaraffen hört. Leid, Neid und Hass, auch er hat sie erfahren.
als leidgeprüfter, armer Rittersmann. Er träumt von Frieden und den stillen Jahren, die er der Armen niemals haben kann. Wie oft schon stand dann so ein Hund am Tresen, warf ihm den Federhandschuh vor das Bein. Behüt, Uhu, er ist so gut gewesen. Behüt, Uhu, er hätt's nicht sollen sein. Behüt, Uhu, er ist so gut gewesen. Behüt, Uhu, er hätt's nicht sollen sein. Die Wolken fliehen, wild ist die Wetterwende. Ein Regenschauer zieht durch Wald und Feld. Auch Helgas Langmut kommt einmal zum Ende. Dann ist es um den Gegner schlecht bestellt. Was Spirlifix die Seele Gott befohlen, versuch doch mal, ein guter Mensch zu sein. Sonst wird der Helgar dir den Arsch versohlen. Dann klage nicht, dann hat es müssen sein. Dann wird der Helgar dir den Arsch versohlen. Dann klage nicht, dann hat es müssen sein. Schlafen hört. Ich bin noch nicht fertig. Schlafen hört! Wenn ich gewusst hätte, dass es hier möglich ist, mit Playback zu arbeiten, dann hättet ihr natürlich hier heute Abend die Berliner Symphoniker unter der Leitung von Wilhelm Furtwängler gehabt. Das ist überhaupt gar keine Frage. So aber, schlafen hört, greife ich dennoch zu schweren Waffen und singe euch jetzt aus einer Oper. Ich glaube, sie hieß Helgas Ende. Unseres Ehrenschlafen Florestan, die Arie des Spirlizarro. Ha, welch ein Augenblick! Thank you.
ist völlig unangebracht. Wir werden euch noch dazu auffordern. Wir fragen jetzt zunächst einmal den Stücks, ob er für uns Stampede einlädt. Vielen Dank. So mancher Hass ist ewig, manche Fehde ewig, und so kann's im Leben keinen Frieden geben, wie im richtigen Leben. Doch kommt einmal ein Gefecht, das endet schließlich schlecht, dann heißt es Sperlifix. Heute war das nix, es ist aus. Lass mich eines dir mit auf den Mitweg geben, wenn du nun hinabfährst, wohin auch immer, tu es wenigstens mit Stil. Ich empfehle immer in solchen Fällen als passende Worte, sag zum Abschied leise Servus, nicht Goodbye und nicht Adieu. Solche Worte tun nur weh, nur das kleine Hörchen Servus ist ein lieber letzter Gruß, wenn man endlich scheiden muss. Es gibt ja aus ja ein den neuen Wein und neue Raufereien. Sag zum Abschied leise Servus. Sonst gibt's ein Wiedersehen und das wäre nicht schön. Man folgt der Häger nicht und nur ein armer Wicht wird es versuchen, die Fehde buchen, ja Pustekuchen. Und schon hast du den Streit und Häger macht dich breit, dann heißt es Sperlifix. Heute war das nix, es ist aus. Aber ein Trost bleibt dir natürlich, wenn du jetzt fallen musst. Häger macht dir zwar den Gar aus, aber wenigstens mit Stil. Und bevor er dir den Gnadenstoß gibt, wird er sich herzlich von dir verabschieden. Seine Empfehlung für die passenden Worte in solchen Situationen sind: Sag zum Abschied leise Servus, nicht Goodbye und nicht Adieu. Solche Worte tun nur weh, nein, das kleine Wörtchen Servus ist ein lieber letzter Gruß, wenn man endlich scheiden muss. Es gibt ja aus ja ein den neuen Hägerlein und neue Hägerlein. Sag zum Abschied leise Servus, denn dann gibt's ein Wiedersehen und das wäre weil es steht, die Freude zum Ausdruck bringen und auch die Ehre über ein so gelungenes von dem Reich, wie wir es dem Reich verkündet haben, wir selbst nicht erlebtes Duell miterleben konnten. Zunächst erhebt das Reich auf euch, lieber Häger, und auf euch, lieber Spirlifix, das Glas und labt euch für eine wunderschöne Duellfechsung zu. Und nun, die liebe Freunde, macht euch sesshaft. Damit, wir haben aus der Arie des Pizarro vernommen, ha, welcher Augenblick! Und wir, ihr jene
2 Quadrat, Celebes, Florus, Bugado, ihr alle, Hamlet. Alle waren Zeugen eines vorzüglichen Duells. Wir wiederholen uns mit dem Ehrenschlaraffe Don Juan. Oh, wie werden wir triumphieren? Einer von euch wird verlieren. Und das reicht es, höre zu, wir verkünden es im Nu, im Nu. Doch ich singen konnten beide glänzen, sich mit Ruhm zu Hauf begrenzen. Doch ich sag's euch, höret zu, einem zieht's den Hals jetzt zu. Wir haben gestern Abend bei der Festsippung zu Ehren des Ritter Borgwarts gehört, was Schopenhauer gesagt hat. Schopenhauer hat gesagt, es nützt nichts, etwas zu wollen, es kommt doch ganz anders. Und so kann nur einer von euch als Sieger die Wahlstatt hier verlassen. Aber welcher von den beiden, aber welcher von den beiden? Beide in ihrem ersten Duell lieben den Staube nach. Keiner hätte ein Pfifferling für einen gegeben. Es wogte hin, es wogte her. Es wogte so, dass der Fungierende mehrmals zu seinem privaten Glas Rede griff. Und dann kamen uns die Gedanken, dass eigentlich jener aus den Orgelkreisen mit Lustspielerfahrung, mit Kabarettambitionen sowie Fanfarenkenntnissen, die man auf dem grünen Hügel in Bayreuth zu schätzen weiß, eigentlich hätte Sieger sein sollen. Für was? Es war ein Trugschluss. Dieser, jener, des Blockspielens kundig und der Balladentöne fest in der Klassik verankert, auch des Trompetenblasens in zweiter Linie. Ohnmächtig. Wäre verdientermaßen jener gewesen, der es hätte sein sollen. Ja. Und so als Sieger geht er mit und ohne Apotheker. Pizarro oder der Trompeter von Säckingen? Säckingen. Gülten. Spierlifix. Tatgewinne. Lollo! Das ist das, was wir an der ganzen Bewegung, der wir nie nachfolgen konnten, an der Turnerbewegung, die hatte auch einen 37. Sieger. Deswegen wären wir so gern Turnbruder geworden, denn da wären wir immer bei den Sieger. Den zweiten Sieger an heftet Vega sich an den Helm. Lasst uns noch ein Wort dazu fügen, was wir euch sagen wollten, was wir vor dem Reich gesagt haben. Es wäre leicht gewesen jetzt zu sagen, beide gewinnen. Ja. Wir haben es nicht getan. Wir haben einfach es ausdiskutieren lassen. Und den Augenblick, den kurzen Augenblick der Gunst, in dem sich der Götterhimmel aufgemacht hat, hattet ihr, Spierlifix. Aber wir warnen euch. Wir warnen euch. Seid darob nicht übermaßen. Denn wenn er euch irgendwann bei Gelegenheit erwischt, wird er euch versuchen, wieder zu verbrechen. Und dann wissen wir nicht, ob der Augenblick noch einmal so günstig ist,
für euch als Erster aus dem Rennen zu gehen. Ein Kompliment. Ein schlagabisches Kompliment. Und eine der schönsten Duellfechsungen, die wir haben, und wir wiederholen uns, die wir erlebt haben. Es gilt euch ein fünffach donnerndes Lulu des Reiches. Bei Lo, 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 Lo. Wir haben noch in den Dank einzuschließen jene dienstbaren Geister, die denken da an den Ritter Boni, der die Rolle eines Dirigenten im Garten in unseren Augen war der Fingerischer wie der Böhm seiner ersten Premiere. Wir bedanken uns bei dem Ritter Aioli, der in vorzüglicher Form der Erste war, während der Zweite mimte. Wir bedanken uns bei dem Ritter Rolando, der selten einen solchen Pizarro zwischen den Fingern hatte wie er. Wir fragen und wir glauben, dass es an der Zeit ist, Spiegel und Zeremonial sich zu versöhnen. Wir würden euch das antragen. Wollt ihr dies, so tut es. Wir laden.